Sie sind die Objektschützer der Luftwaffe. Ihr Job? Flugplätze sichern. Diese Soldaten sind Spezialisten für die Granatmaschinenwaffe. Leise und unerkannt bewegen sie sich durch den Wald, beziehen ihre Stellung, Routine für die Soldaten. Allerdings tragen diese Soldaten 40 Kilo zusätzlich auf ihrem Rücken. Die Granatmaschinenwaffe, kurz Gramava. Übungsbeginn. Aufständische wurden im Wald aufgeklärt. Der Zugführer gibt seinen Soldaten einen Überblick über die Lage. Die Feldnachrichtenkräfte haben Informationen einer vermutlichen Bombenwerkstatt gewonnen. Dort wird vermutet, Feind in Trupp ist Gruppenstärke, die dort an Bomben arbeiten. Der Auftrag daher für den Gramava-Trupp, die Aufständischen weiter beobachten und gegebenenfalls bekämpfen. Letzte Vorbereitungen an den gepanzerten Fahrzeugen Eagle 5. Auch sie sind entweder mit einer Granatmaschinenwaffe oder einem schweren Maschinengewehr ausgestattet. Dann geht's los. Absitzen 0525, letztes Fahrzeug Rotblock Richtung Süd. Mein Rotblock steht, kommen. Am Waldrand halten die Soldaten. Jeder von ihnen weiß genau, was er zu tun hat. Aus jedem Fahrzeug steigt ein Soldat aus, umrundet es und sucht nach Sprengfallen. Für die Objektschützer wird es jetzt anstrengend. Mit Schutzweste, persönlicher Ausrüstung, Gewehr, Munition und bis zu 40 Kilo Zusatzgewicht müssen sie sich ihre Kraft und Energie gut einteilen. Die Besatzung der Granatmaschinenwaffe besteht aus drei Soldaten. Der Richtschütze trägt die Waffe. Der Truppführer trägt das Dreibein und hält Verbindung zum Zugführer. Der Ladeschütze trägt die Munition. Der Auftrag ist klar. Die Soldaten sollen ein offenes Gelände, auf dem eine Bombenfabrik steht, überwachen. Der Richtschütze ist einsatzbereit. Ich und der andere Kamerad warten jetzt, bis unser Truppführer wieder zurückkommt. Der wird im Vorfeld sich bewegen und wird eine geeignete Stellung finden, damit wir unsere Schwerpunktwaffe, die Granatmaschinenwaffe, bestmöglich einsetzen können, um das Vorfeld zu überwachen. Gegebenenfalls auch einsetzen zu können. Kann losgehen. Lade- und Richtschütze bauen die Gramava auf. Der Truppführer sichert seine Kameraden und hat Funkkontakt zum Zugführer. Wir warten eigentlich nur darauf, dass der Feind über diese Freifläche kommt, wir den Befehl zum Schießen bekommen und somit dann den Feind zu werfen, wenn nicht gar zu vernichten. Der Gramava-Trupp bleibt so lange vor Ort, wie es der Auftrag erfordert. Zum scharfen Schuss kommt es während der Übung jedoch nicht. Der Schwerpunkt lag auf dem Beziehen der Stellung. Es ist die Lebensversicherung der Infanteristen, in solchen Situationen routiniert vorzugehen. Regelmäßige Übungen sind deswegen Bestandteil ihres Dienstalltags.